Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zum allerersten GPL-Teambuilding auf meinem Kanal gegen Barzi aka Therapipi mit unserem Team, den Soulstealern. Hallo Leute, was geht ab? Wir kümmern uns heute um das erste Teambuilding für die GPL. Gut, fangen wir als allererstes an, uns das Team von Barzi anzuschauen. Und zwar sehen wir direkt seine beiden S-Pokémon, Kramer und Gigadrapfel. Zwei insane Pokémon, beide insane gegen mein Team. Das werdet ihr auch später noch ein bisschen besser sehen. Dann hat er mit Barakifa, Lucario, Elisart im A-Tier. Finde ich alle drei ein bisschen spooky. Könnte er potenziell auch alle drei mitnehmen. Also ich denke auf jeden Fall, dass er Kramer und Gigadrapfel mitnimmt, weil, wie gesagt, die beiden sind absolut insane gegen uns. Dann hat er noch Gardevoir, Skuntank und Motineva. Bei denen ist es ein bisschen tricky. Ich sage, Gardevoir und Skuntank könnten einen Slot auf jeden Fall füllen. Motineva sehe ich bei den drei auf jeden Fall am ehesten, aber potenziell auch hier könnten alle drei mit dabei sein. Und als seine C-Pokémon hat er Golgantis, Sedimantur und Heatmore, da sehe ich am ehesten Sedimantur mitkommen. Das heißt, wir halten fest, ich sehe am ehesten wahrscheinlich Kramor, Gigadrapfel, Barakifa, Lucario, Motineva und Sedimantur. Ist wahrscheinlich so sein Go-To-Team. Allerdings könnte auch so, Motineva könnte durch viele andere Slots gefüllt werden. Ich denke, er wird Sedimantur für die Rocks mitnehmen. Ich denke, dass das Mon, was am besten geht, mich die Rocks rausholen kann. Ich weiß nicht, wie wichtig die Rocks sind, aber das ist auf jeden Fall das Mon, welche sie am besten gegen uns rausholen kann. Und ja, wie gesagt, Motineva kann ja auch Elisart oder Gardevoir oder Nasty Plot Skuntank auch nicht so schlecht gegen uns oder ein Mixed Heatmon mitnehmen. Gigantis sehe ich auf jeden Fall am allerwenigsten. Aber auf jeden Fall nimmt der Kramer, Gigadrapfel, Barakifa, Lucario und Sedimantur wahrscheinlich mit. Also die fünf auf jeden Fall safe. Motineva denke ich ansonsten noch als sechstes und der letzte. Also es kann halt auch ein anderes sein. So, I don't know. So, dann schauen wir uns mal die Speed-Tiers an. Beziehungsweise die Speed-Werte seiner Pokémon. Wir sehen hier, Barakifa hat 136 Speed. Elisart hat 109 Speed. Sehr, sehr crazy. Lucario hat 90. Skuntank hat 84, Gardevoir hat 80, Drapfel hat 70, Kramor hat 67. Ihr seht es alles, ich muss eigentlich nicht erklären. Wir vergleichen die aber ein wenig, sorry, mit unseren Speedwerten. Wir haben Ninjas mit 160, ich habe Ninjas nicht mitgenommen. Wäre in dem Team eigentlich ganz cool, wir könnten Adamant Ninjas spielen und auch ein bisschen Burg da reinpacken. Der wäre auf jeden Fall cool, aber Ninjas ist allgemein in dem Team nicht gut. Cleopatra hat 106 Speed, er hat Lucario mit 90 Speed, wir werden schneller als Lucario. Scheißegal, wir haben Cleopatra nicht mit. Lohnt sich auch nicht gegen sein Team. Magsax haben wir mit. Mit D-Dance, weil wir sind schneller als sein ganzes Team. Wir können leider nicht Adamant spielen wegen Lucario. Wir können uns ja mal hier das Magsax-Set anschauen. Können aber 196 Speed spielen. Das heißt, wir können 60 HP Investment reinpacken. Haben ein D-Dance-Set. Denn, ihr seht, wir haben Close Combat Outrage und Poison Jab. Wir sehen, wir haben Outrage, wir haben hier Outrage, also wir töten eigentlich alles mit Outrage, außer Gardevoir. Dafür haben wir Poison Jab und Kramor ist ein kleines Problem, deswegen müssen wir Kramor auf jeden Fall gut anchippen, damit wir, je nachdem wie defensiv er ausgerichtet ist, ihn mit Close Combat auf plus 1 oder plus 2, wie gesagt, je nachdem ob er physisch defensiv oder speziell defensiv ist, zuschotten können. Ist auf jeden Fall der beste Move dagegen, das heißt, ich glaube, das ist das beste Set, was wir gegen ihn spielen können. Wir haben Moldbreaker, Rivalry oder Anspannung lohnt sich nicht gegen sein Team. Wir haben Anspannung, klar, ihr könnt irgendeine Beere spielen, aber ich glaube nicht, dass da irgendeine relevante Beere ist. Die Anti-Gift-Beere auf Gardevoir wäre allerhöchstens was er zocken könnte. Aber mit Moldbreaker sollten wir, glaube ich, die Sturdy auch von Sedimantur umgehen, was ich ganz cool finde. Weil ich will nicht, dass er mich irgendwie am Ende Revenge killt. Wenn wir auf plus 2 oder plus 3 sind und schon ein paar Drops drin haben. Deswegen, ich glaube, das ist ganz cool. Ja, und das ist halt unser Hexrow-Set. Ist jetzt kein insanes Set. Ich glaube einfach nur, dass so dieses mehr oder weniger Standard-Set ganz geil gegen Barzis Team ist. So, dann haben wir Simvolara ebenfalls mit 97 Speed. Haben wir selbstverständlich auch mit dabei. Mit dem Choice Specs und Tinted Lens. Wahrscheinlich werden jetzt manche denken, okay, warum nicht Magic Guard oder beziehungsweise was ist Tinted Lens überhaupt? Tinted Lens sorgt dafür, dass nicht sehr effektive Attacken doppelten Damage machen. Also einfach normal effektiv sind. Das heißt, nur mal als Beispiel, Psychokinese macht auf einem physisch-defensiven Kramor locker 50%. Also wir two-shotten den auch, wenn er Leftovers hat, das ist komplett egal. Das ist halt mega gut, weil
Wir sind Choice Bags. Wir werden uns häufig in Psychokinese locken, weil Psychokinese. Auch hier dann Psychokinese, weil es wie gesagt normal effektiv ist. Psychokinese. Also alles aus dem Content können wir Psychokinese einsetzen. Und sich darin dann halt einfach zu locken und sowohl Gardevoir als auch Kramor damit neutral zu treffen, ist insane, weil Simbolare ist halt übel strong. Okay, 103 Spezialangriff, wir kommen auf 145 und dann noch Choice Bags. Ich würde echt gerne Modest spielen, wie gesagt, können wir nur leider nicht. Ich finde nicht, dass Lucario uns dort speedet. Und irgendwie Faxen auf plus 2 mit Nasty Plot macht, weil ich habe sehr, sehr Angst vor einem speziell offensiven Lucario mit Nasty Plot und so weiter. Da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er das zocken wird. Ansonsten habe ich mir noch nicht so extrem viele Gedanken über seine Sets gemacht. Also ich sage, Barakifa wird der, ich habe jetzt hier nur so random Wert reingeschrieben. Das sind nur die Speed-Werte, von denen ich ausgehe, wie er die Monster auf jeden Fall spielen wird. Barakifa, I don't know, was er darauf für ein Set spielt. Ich weiß nicht, irgendein offensives Set, Bandit oder so könnte er spielen, weiß ich nicht genau. Aber könnte auch Splashplate oder so, könnte echt alles sein. Dann Drapfel wird er wahrscheinlich mit dem Airstream spielen hier, ne, dem Düner Flugmove, damit er seinen Speed boosten kann. Kramor, Fistef, ich denke nicht, dass er speziell defensiv spielt, weil er so Stalobor und Maxax meine zwei besten Attacker einfach komplett wallen kann. Aber da haben wir dann, wie gesagt, halt einfach Simbolara, was halt einfach mit Psychokinese ihn two-shot, das ist halt insane. Heatwave macht keinen One-Hit. Ich glaube, es macht 80-90% circa. Aber trotzdem ist es halt insane gut so. Dann, Mortineva wird er wahrscheinlich mit Heavy Duty Boots spielen. Relativ defensiv. Mit hier, Ice Scales war das, genau. Ice Scales, da wird er dann halt auch noch ordentlich was tanken. Er könnte auch anstatt 22 HP, könnte die auch irgendwie verteilen auf die Spezialverteilung oder so. Je nachdem, wie er lustig ist. Und Sedimanto wird er, denke ich, speziell defensiv spielen. Ich weiß nicht, ob er Sturdy oder, ob er Sturdy spielt. I don't know. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich gehe am ehesten davon aus. Und speziell defensives Sedimanto tankt schon tatsächlich ziemlich viel von meinem Team, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er das zocken wird, weil das am ehesten die Tarnsteine gegen uns rausbekommen wird. Und der Rest der Monster, also ich sag, das sind so die Monster, die er auf jeden Fall gegen uns mitnimmt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus. Er könnte ansonsten auch sowas wie Wahlschall, Gardevoir oder eventuell sogar Wahlschall Helios spielen, um unsere anderen Wahlschall-Monster zu speeden. Oder halt einfach so ein Mixed, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber das sind so die Monster, von denen ich ausgehe, wie er spielt. Und da ist Simbolara halt mit Psychokinese-Spam ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir Schuckeberry Lantern. Aus dem folgenden Grund, was macht Barakifa? Hat Drill Run, okay, der kann Drill Run. Aber was macht der außer Drill Run gegen Lantern? Nothing. Selbst wenn er Bandit ist, das macht nichts. Wir haben T-Bolt, wir haben Volt Switch, wir haben genug, um den einfach zu killen, okay? Der droppt halt auch einfach. Deswegen ist Lantern auf jeden Fall unsere Barakifa-Antwort. Wir spielen auch Water Absorb. Normalerweise ist Volt Absorb besser, gerade auch wegen Elisard. Aber wir spielen Water Absorb, damit, falls er, wie gesagt, Wahlband Barakifa spielt und sich in den Water Move lockt, wir können immer raus in Lantern, kriegen immer Momentum dadurch, können einfach Stuff machen. Und deswegen spielen wir auch tatsächlich Water Absorb auf Lantern. Das ist wirklich unser kompletter Check gegen Barakifa. Der ist wichtig, der ist cool. Ich glaube, dass wir den so perfekt spielen. Wir spielen auch physisch-defensiv. Normalerweise würde ich am liebsten speziell defensives Lantern spielen und physisch-defensives Ognatoll oder Parfiness. Wir spielen auch physisch-defensives Ognatoll, aber Parfiness würde ich tatsächlich gerne lieber physisch-defensiv spielen und Lantern speziell defensiv. Aber dieses Lantern-Set hier ist einfach perfekt für Barakifa, deswegen sehe ich keinen Grund, es nicht zu spielen. So, dann haben wir Machomai mit dem Flame Orb und Guts, der soll böllern, okay? Ich meine, schau euch das an, okay? Wir haben hier Close Combat, wir haben Close Combat, wir haben Close Combat, wir haben Close Combat, wir haben Heavy Slam für Gardevoir, wir haben Ice Punch für Drapfel. Der ist ein bisschen tricky, wie gesagt, wenn er physisch-defensiv ist, können wir ihn Rehitten, Two-Hitten, ist ein bisschen schwierig. Also es kommt wirklich auf sein Investment an, wie hart wir ihn reintun. Deswegen müssen wir den mit Simbolara baiten, dass er in die Psychokinese reinkommt. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil er hat halt ansonsten einfach keinen Psychic Switch, wenn er Skuntank nicht mit hat. Und deswegen müssen wir den da so ein bisschen reinbaiten. Nahkampf, Heavy Slam, für Golurk haben wir Ice Punch und für Sedimanto halt auch Close Combat, also Nahkampf. Der böllert in 10 rein. Und ihr seht doch schon minus Speedwesen. Denn wir spielen tatsächlich Trick Room. Unsere erste Hilfe des Teams sieht gar nicht so nach Trick Room aus, aber einfach aus dem Grund, dass Machomai mit ihm zack, 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 klack, 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 easy Zerstörung macht, entscheide ich mich dazu, Trick Room zu spielen. Abseits von den drei Pokémon, sondern auf den beiden einfach Trick Room drauf zu zocken.
und den Team so ein bisschen Variation zu bringen. Das heißt, wir haben quasi zwei Gameplans. Wir haben einmal entweder mit Sigilyph durchrasieren, mit Psychokinese einfach hier immer so, immer hier und da einen Kill zu stacken und mit Hexerus zu setupen. Das sind wahrscheinlich so, ist so unser Hauptgameplan. Aber wir haben in der Hinterhand einfach noch dieses Trick Room Machomai, wo die beiden halt einfach den Trick Room rausnehmen können. Und Machomai one-shottet einfach jede Runde fast jedes seiner Pokémon. So, das ist halt mega cool. Eigentlich müssen wir nur einmal Trick Room rausholen. Machomai killt die Hälfte. Nochmal Trick Room rausholen mit dem anderen Mon. Machomai killt wieder die andere Hälfte. So. Das ist auch ein ziemlich guter Gameplan. Ich weiß noch nicht, wir werden dann im Endeffekt im Match halt sehen, welcher Gameplan es dann schlussendlich wird. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall absolut fein so ist. Dann haben wir Parfiness. Wir spielen es speziell defensiv mit der Barbieri-Bäre, einfach aus dem Grund. Fucking Nasty Plot Lucario zerpflückt unser komplettes Team. Wir haben Flash Cannon, wir haben Focus Blast oder Aurasphäre. Wir haben Flash Cannon, Flash Cannon, Aurasphäre, Aurasphäre, Flash Cannon, Flash Cannon, Flash Cannon, Flash Cannon, Flash Cannon. Holy shit. Ich sag, Nasty Plot Lucario, zu wild, zu gefährlich. Aus dem Grund muss ich oder bin ich quasi schon dazu gezwungen, speziell defensives Parfiness zu spielen mit der Barbieri-Bäre. Einfach den Trick Room rausholen. Von mir aus Parfiness danach sterben lassen und dann mit Machomai halt aufzuräumen. Oder halt einfach mit Moonblast sehr viel Damage rauszudrücken, falls Lucario schon angechippt ist oder so. Aber der ist halt wirklich einfach nur für speziell offensives Lucario da, weil es sonst mein Team einfach zerstören würde. Und ich sage so oder so, speziell defensiv ist eigentlich ganz nice. Für Motineva, wir tanken halt alles von dem, genauso wie Gardevoir. Die gewinnt halt nicht gegen uns. Wir machen natürlich nicht viel gegen die, weil wir nur Moonblast haben. Aber potenziell ja, können wir halt einfach den Trick Room gegen die halt aufsetzen. Und dann, sobald Machomai drin ist, zerpflückt er halt sowieso alles. Ne? Das ist halt so der Plan. Ansonsten auch kein insanes Set, wie gesagt. Einfach speziell defensiv. Trick Room finde ich aber ganz cool in unserem Team. Und als letztes haben wir noch Ognatol mit Trick Room, Earthquake, Will-O-Wisp und Memento. Einfach aus dem folgenden Grund. Komplett physisch-defensiv. Wir wallen physisch-offensives. Lucario komplett, wir wallen. Kramor komplett, der macht nothing gegen uns. Sie macht auch absolut gar nichts gegen uns. Der Rest ist ein bisschen spooky. Der Rest kann auf jeden Fall was gegen uns machen. Aber zum Beispiel Elisat oder Lucario gewinnen halt auf plus minus null auch einfach nicht gegen uns. So. Verlieren halt auch, weil die Q killt halt einfach beide. Will-O-Wisp, wie gesagt, falls er ein SD-Lucario spielen sollte, ich gehe nicht davon aus. Aber falls doch, sind wir da vorbereitet. Und halt auch Kramor zu Willow, weil ihr seht, wir haben nur Earthquake, um den anzuhitten. Und einfach um Chip-Damage auf den drauf zu bekommen. Deswegen Will-O-Wisp ist hier der Play. Und halt auch, wenn wir irgendwie einen Draffel oder so geburnt bekommen, auch mega knackig. Oder Barakiefer, falls ihr die irgendwie da reinschicken müsst. Ich glaube auch, dass nicht Choice Banded Barakiefer uns nicht one-hittet. Das ist halt auch mega gut. Das heißt, auch den könnten wir potenziell in Willow. Memento einfach, sobald wir den Trick Room rausbekommen und er sich irgendwie setupen will oder so und wir einfach safe dann Machomai reinbekommen wollen, so zack, wir wollen jetzt instant in Machomai gehen, deswegen haben wir Memento da drauf, damit wir nicht die Turns von unserem Trick Room halt verschwenden. Ja, halt einfach mit den Leftovers relativ Standard. Also ich wüsste halt jetzt auch nicht, welche Quiverberry oder so würde sich halt nicht lohnen, nur wegen seinem Crunch oder so, I don't know, sicher nicht. Oder Skuntank. Ich habe nicht so extrem Angst vor den beiden, wenn die physisch offensiv sind. Das hier mit Dark Pulse könnte noch ein bisschen gefährlich sein, aber ich finde die Leftovers hier einfach cool. Und wir haben schon zwei Antibären. Antibären sind sowieso immer ein bisschen tricky, ob die überhaupt am Ende triggern oder nicht. Ist halt auch eine andere Frage, aber die lohnen sich halt einfach hier in dem Team sehr. Und das ist unser Team für den ersten Spieltag. Ich bin sehr zufrieden, ich habe wirklich mehrere Stunden dran gehockt, einfach aus dem vollen Grund, dass ich mir alle Kalks aufgeschrieben habe, damit ich im Kampf selber so wenig wie möglich kalken muss, weil ihr wisst, der Timer ist eine Sache, der könnte zu einem Problem werden. Wir haben nur einen weirden 10 Minuten Eingabetimer, da will ich nicht noch viel rumkalken. Deswegen habe ich mir Kalks schon aufgeschrieben, ich habe schon viel im Vorfeld gekalkt und ich habe echt viel Zeit ins Teambuilding investiert. Und ich glaube, dass ich wirklich sehr gut aufgestellt bin. Ich habe wirklich über 10 Stunden in das Teambuilding investiert, deswegen ja, hoffe ich, dass ich am Ende ausgezahlt habe. Wir werden es herausfinden. Ich bin sehr gespannt und ja, gut, Leute, das war mein erstes Teambuilding. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie ich es aufgezogen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ich wünsche euch dann viel Spaß beim allerersten Spieltag. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.